Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragons Profit! Ha! Geht mir die Puste doch glatt aus. Mal wieder. So, hier sind noch Questies. Questies nehmen wir. Wir lesen uns sie noch nicht durch, wir nehmen sie erstmal nur an. Spezielle Medizin haben wir und. Hä? Hello. Hello. Yeah. So, wir haben hier einen Bogen, der nicht besser ist als unser, den wir haben. Aber schön, wir nehmen ihn. Und kriegen natürlich gleich neue Erfahrungspunkte. Ein Traum. Das ist sowas von ein Träumchen. So, wir haben spezielle Medizin. Dragentoblut. Irgendwie kommt mir die Quest vor, bekannt vor, Dragento Blut. Ich glaube, die hatten wir schon mal vor Ewigkeiten, jeweils sowas ähnliches. Schön, dass wieder alles angezeigt wird. Vor allem spezielle Medizin, Dragento Blut. Das ist hier. Und antike Artefakte werden auch nicht offiziell. Hau die alle um. So. Wertvolle Alternative. Das ist das. Spezielle Medizin beschafft. Die spezielle Medizin, die jeder Rutzhauptmann in der Rostfestung bei sich trägt und bringt sie Alice Bank. Hinweis für das Beenden dieser Quest. Ist das öffentliche Event 10 Brecher notwendig? Ah, super. Belohnung, wir kriegen 12.039 Erfahrungspunkte, ist ein Strom. Beschafft 7 antike Artefakte. Der Reliktdieb in der Feste der Namenslosen hat sie. Sally Sannes am Eingang der Feste der Namenslosen muss sie bekommen. Aha. Aha. Und Drachenblut, oh Gott. Beschafft, ja, das. Drangetteblut vom Schafgarde in Destrad. Okay, wir haben 2 Quests mit. Wir können eigentlich hier auch mal reingucken. Vielleicht kriegen wir hier beschafft für Joe Philipp 6. Wer der aus der Feste der Namenslosen? Okay, dann müssen wir in die Namenslosen. Tötet für Ken Blair den. Giftspendenden kleine Rückenkönig in der Feste der Namenslosen. Okay, wir haben 3 Quests in der Feste der Namenslosen. Das wären die beiden. Die Drachenkrankheit nicht, das weiß ich. Die. Und ich glaube. Die. Also können wir das wegmachen. Die drei können wir nämlich mehr oder weniger auf einen Schlag fertig machen. Das ist. Schon mal vom Vorteil. Also hier. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Oder war das. Oder hatten wir noch mehr? Nee. Mehr hatten wir nicht, oder? Nein. Das. Ja. Okay. Also müssten wir mehr oder weniger da hinten. Ja, ach nee, ich kann es nicht in der Bewegung. Weiß ich auch. Mein Gott. So, bewegen wir uns in die richtige Richtung. Ja, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ist ein Träumchen. Wir reiten so schnell und so weiter durch Nacht und. Wunderbar! Danke, ich hoffe, alle Leute von eurer Ratze sind so nett wie ihr. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich bin's. Das sind immer so kleine Mini-Quests, die wir ja zwischendurch mal machen können. Geben auch immer so ein bisschen, also nicht viel, aber naja, nicht viel ist auch übertrieben. 6000 Erfahrungspunkte ist schon eine Menge. So, wir müssen in die Feste der Namenslosen und die ist da oben. Da oben müssen wir rein. Wir müssen nach oben. Wir müssen irgendwie da lang.
Wald der Verlorenen. Oh yeah. Der Wald der Verlorenen. Alter, was hier abgeht. Es geht hier ab. Hier war ich nämlich auch schon mal vor ewigen Zeiten. Vor ewigen Zeiten war ich hier mal. Okay, ich würde sagen, hier beginnt der Kerl. Zack, einer. Achso, vielleicht. Wie voll ist mein... Ja, ist nicht voll. Nein, ist nicht voll. Nein. Um Gottes Willen ist doch nicht voll. Ist immer noch nicht tot. Was haben die denn hier? Nichts, was wir gebrauchen können. Ist wieder sowas von super. Da ist die Feste der Namenslosen. Und da müssten wir in der Theorie eigentlich alles finden, was wir haben. Oder was wir brauchen für unsere Quest. Nein, dann wollen wir mal loslegen. Ich sehe ja hier noch ein paar, drei, vier Gegner. Mann, gehen wir doch nicht auf den Zünder, Alter. So, da ist der erste. So, da ist der zweite. Zack. Oh, der hat was Grünes. Ja, mittlere Beschwörungskugel nehmen wir mal mit. Kann nie schaden. Verwende ich, habe ich noch nie verwendet, glaube ich. Aber wir haben, glaube ich, davon bestimmt drei oder vier. Alleine schon im in der Bank. So, jetzt haben wir's. Ich glaube, in der Bank hatten wir da schon Ewigkeiten viele. So. Der feste Nalopslosen hier darin und da Rinder. Rinder. Wir gehen in ein Dungeon. Ich sag doch, wir waren hier schon mal drin. Vor ewigen Zeiten. Sag mal. Muss ich mit denen gar nicht kämpfen, oder was? Und noch einer. Was ist, wenn ich jetzt hier so... Okay. Ey, mein Gott, nur Müll. Antike Artefakte, so. Antike Artefakte. Ja. Schrödi, du hast es wieder voll drauf. Ich war hier doch schon 300 Mal drin oder so. Wegen irgendwelchen Quests. Mann, geht mir doch hier nicht immer an. Du willst Ärger! Das musst du mir doch nur sagen. Oh. Oh. Antite-Artefakte wieder. Wichtige Fluffigkeit. Der hat auch noch Artefakte. So, dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viele Artefakte. Warum bin ich eigentlich so nah dran? Kein Wunder, dass ich keine Übersicht habe. Mein Gott! Geh! Geh doch! Ach, Jung. So, davon braucht man nämlich auch nur noch zwei. Verdammt. Komm mal hier rein. Ja. Top! Hier, guck mal, kriegst du den hier. Bats! Kommen wir hier alle hier. Oh, schön, jetzt kommen noch mehr. Ja!
Kommt alle her zu Papa! Mann! Gib mir doch nicht immer alle auf den Strich! So. Antike Artefakte haben wir. Oh, können wir noch ein paar mehr einsammeln? Haben wir ja noch nicht genug. So, ich habe aber keine Ahnung, wo ich was. Ach, da hinten steht sie ja. Oh, komm mal her, du scheiß Weib. Jo. Danke. Aber nimm mir schon mal eine weg. Immer alles, was wir weg haben, haben wir weg. Alter! Wenn ich da hinten so nah dran bin, sehe ich, habe ich das nicht gesehen, dass sie noch was hat? Bestimmt wieder dasselbe, oder? Ey, ihr seid gern. Ja, wobei, wenn wir sowieso gerade hier alle bekämpfen müssen, könnte man noch mal welche finden, die wir denn wiederum auch bei ihr wieder einlösen können zu ein paar tausend Erfahrungspunkte. Und ein paar von Heilungsfähigkeiten haben wir ja mittlerweile auch schon. Ach, verdammt, falsche Taste. So, damit dann mir nicht auf den Sack geht. Warten, jetzt gibt die schon um, weil sie mich sehen oder was? Ey, der kam doch nicht mal an mich ran. Alter, Premium-Heiltrank nehme ich. Und den Artefakt nehme ich auch noch. Ach, Junge, Junge. Aber bis jetzt habe ich die von den anderen noch nichts gesehen. Wenn ich mal ehrlich bin. Nein. Bin ich schon so voll? Ja, komm her. Na komm. Upsi, ja, mach mal hier. Komm her, komm. Ja, supi. Und zack. Ja. So, lasst mich mal kurz gucken. Wir hatten den Königssturz und böse Osira. Beschafft für Joe Phil 6. Fährt der Bewohner aus der Feste der Namenslosen. Ja, da bin ich ja drin. Dorthin zu bringen und sie zur weiteren Forschung zu überlassen, in der Hoffnung, dass sie. Daher kann ich mir mal. Okay. Naja, wir gucken mal. Der ist hier Level 46. Davon haben wir noch ein paar mehr hier anscheinend. Okay, also anscheinend nicht angreifbar. Ach nee. Ach du heilige grüne Neune. Uhuhu. Die gelbe Jade nehmen wir mal mit. Vor allem das Geile ist, also das könnten die eigentlich auch mal ein bisschen ändern. Dass man hier sozusagen jeden einzelnen aufheben muss, also durchsuchen muss. Anstelle, wenn die auf dem Haufen liegen, einfach sagt, okay, dann werden halt alle aktiviert und nicht nur Ne, da sind zwei. Zwei Level 46er und die sind beide auch noch rot. Oder ich muss da noch gar nicht lang. Den gehen wir erstmal hier rein.